Der Drache wird direkt am Eingang sein. Das heißt, wir machen jetzt schon mal 10 Runden lang den da. Verbrauchen wir jetzt eine Runde, wenn wir zaubern? Wir sind bei 66. Mal gucken. Nee, verkaufen, verbrauchen wir nicht. Das heißt, wenn wir jetzt im nicht aktiven Modus uns buffen, bleiben die Buffs so, wie sie genau sind. Das heißt, er kann jetzt auch den hier machen. Er kann den da machen. Sie kann den da machen. Wir verbrauchen nichts. Wir werden da absolut überbufft reingehen. Sehr gut. Arcane Abwendung haben wir schon. Dunkle Abwendung haben wir. Regeneration machen wir erst, wenn wir Schaden nehmen. Hast du noch irgendwas? Gefahren sind ja nee. Feuerabwendung. Ja, mach mal. Auch wenn ich denke, dass es wirklich ein Schattendrache war und der nur Dunkelschaden macht. Nichts übereilen. Nö. Lichtkugel, Lichtabwendung, nein. Leuchtende Waffe. Eine leuchtende Waffe versetzt dem anvisierten Feind im Nahkampf einen Hieb. Nein. Wasserabwendung wird es nicht sein. Stärke der Erde, nein. Nö. Ich denke, das wird es gewesen sein. Heldenhaftes Schicksal, ja komm. Gib ihm. Und du trink schon mal einen kleinen Trank für später. Und rein. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich sterben. Aber gucken wir mal. Was? Hier ist kein Drache. Ah, ist ein Drache. Hallo, Drache. Brezel? Oh, gut. Der ist nicht wirklich stark. Wenn er jetzt schon so viel Schaden nimmt. So. Sieht aber trotzdem bedrohlich aus, wenn er mal näher kommt. Du wurzelst ihn aber nicht, um ihn zu wurzeln, sondern um Schaden zu machen. Ja. So, Schattendrache, was kannst du? Du bist groß. Ja. Du, den da. Du, Schild. Du, den hier. Du, guck mal, ob er Giftschaden bekommt. Da steht nichts von wegen, ich bin ein Schattenwesen, ich krieg keinen Giftschaden. Nö. Wir haben gerade einen Schattendrachen vergiftet. Ritzel. Sport. Sport hat funktioniert. So. Du Schild. Die Buffs verschwinden langsam alle. Steinhaut hätten wir gerne neu. Ritzel. Ritz. Wow, beides widerstanden. Das ist nicht so schön. Du regenerier mal. Du Ritzel. Du machst wieder Neurüstung. Au. Ticker, 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 ticker. Du Zaubertrank. Du besserer Zaubertrank. Du Wurzel für Schaden. 26 Schaden. Also als er nicht im Nahkampf war, hat er wesentlich mehr Schaden bekommen. Und du Arcane Abwendung. Machen wir dunkle Abwendung. Wow, was war das für ein Schaden, was er hat? Herabstoßen, zielt auf Yallen. Machtschaden. Also Nahkampf. Tiriges K.O. Du Schild. Du Regeneration tickt noch. Machst bitte Zaubertrank. Talana ist wach, gut. Du brauchst keine neue Rüstung. Du hast einen, du trinkst noch einen Trank. Das Gift tickt, dann machst du bitte. Guck mal, wie viel Schaden du Eis bekommst. Noch weniger. Aber hey, er ist unterkühlt. Und du... den hier. Du machst nämlich bei ihm momentan mit am meisten Schaden mit deiner Luft. So, du neues Schild. Du neue Regeneration. Du Blitz. Trick schläft immer noch. Du neues Schild. Du Wurzel widerstanden. Du Blitz. Alles widerstanden. Du neue Rüstung. Du endlich mal wieder Schaden. Trank.
Oh, oh. Zack. Du Trank, du... Ich verstehe zu viel. Du nochmal Gift? Gift macht richtig gut Schaden bei ihm. Jo. Alle K.O. Du... Wenigstens Regeneration durchticken lassen. Du den da. Komm schon, aufwachen. Steinhaut, du brauchst einen etwas größeren Trank. Du Schutz, du Britzel. Alle K.O. Trink Trank. Das ist nicht gut. Achso, du kannst doch... Du heil mal bitte sie. Du... Hast du irgendwas, was hier das rausreißen kann? Plus 11 Macht. Nö, bringt uns nichts. Zauberregeneration. Du bist zwar nicht so toll wie... Ne? Sie, aber es macht wenigstens etwas. Du Britzel. Du... Hau den doofen Drachen. Hau ihn nochmal. Komm schon. Weg mit dir. Und kaputt. Schlafen? Hast du im epischen Kampf, muss man erstmal schlafen. So, und jetzt würde ich gerne den Hort von dem Drachen sehen. Naja. Du bestimmt. Dämonenkuss. Dich kennen wir doch von früher. Du wirst aber auch erstmal. Achso, brauchen wir den Expertenrang. Hat keiner? Ja, schade. 50 Silberring. Ich hätte mir ein wenig mehr erhofft. Vor allem was den Loot angeht. Weil ja, es ist in Akt 1. Aber ich denke nicht, dass man den Akt 1 einfach so besiegen kann. Was? Verbotene Saga? Findet alle Teile der verbotenen Saga. Ah, okay. Ja, gut. Raus hier. Drachen hätten wir geschafft. Dann sollten wir eventuell gleich mal versuchen, den Zyklopen zu erwischen, ne? Zumal wir jetzt ja auch mehr Heiler haben. Also selbst Tyrix Regeneration hat da richtig was rausgerissen eben gerade. Gerogon kann inzwischen auch Hand auflegen. Könnte was werden. Und es gibt halt auch anscheinend immer in diesen besonderen Dungeons Artefakte. Die sind zwar nicht so toll am Anfang, wie man es bei den Handschuhen gesehen hat, die jetzt nur einen Rüstwert hatten, aber die dürften später recht mächtig werden. Wie ihre Sandalen zum Beispiel. Die sind jetzt schon ziemlich abgefahren. Haben wir allerdings auch schon das halbe Spiel über. So, Tyrix Stufenanstieg. Du wolltest das da, das da, das da bestätigen. Und Fähigkeiten willst du einfach nur mehr Feuer. Ja, bestätigen. Dafür, dass er so hoch ist im Feuer, machen seine Feuersprüche recht häufig nicht viel Schaden. Also entweder sind die Feuersprüche allgemein ein bisschen unter den anderen Sachen. Oder die Gegner haben einfach meistens Resistenz dagegen. So, wo laufe ich eigentlich gerade hin? Nicht kopfloses Huhn da lang. Dum, 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 dum. Hier war die Höhle. Genau. Gefährliches Monster. Du. Schild. Du. Das da. Du. Das da. Du brauchst keine Resistenzen gegen Magie, weil das ist ein reiner Melee-Gegner. Hast du irgendwas in der Richtung? Plus 11 auf Wahrnehmung. Hält sich in Grenzen, dass wir das brauchen. Schattenumhang. Ihr verbergt die Gruppe im Schatten, wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. Zack. Regeneration schmeißen wir dann an. Du kannst... Wir bewahren uns auf. Okay, rein. Ich glaube, den konnten wir gleich sehen und angreifen. Jo. Hallo, Zyklop.
Wir würden dich gerne mit einem Pfeil anpieksen. Feuer? Na, sieht aus, als wenn er weniger Schaden nehmen würde als der Drache. So, einmal Wurzeln für Schaden. Viel weniger Schaden als der Drache. Ja, und Luft macht wieder am meisten Schaden. Okay, du, wir können dich nicht wegschubsen. Du, einmal schießen. Du verbrennen. Wurzeln, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Luft kommt wieder durch. Hallo. Du kannst betäuben. Du kriegst Schaden durch Licht. Du bist groß. Da du Schaden von Licht bekommst, probiere ich mal ganz kurz was aus. Leuchtende Waffe. Wahrscheinlich trifft er jetzt damit aber nicht. Wusch, wusch. Das ist lächerlich gewesen. Von 24 Schadenspunkte. Sollte lieber Rüstung zaubern. Du können wir dich vergiften? Ja. Vergiften. Widerstand. Mist. Töte uns nicht instant, töte uns nicht instant. Schild. Was hat Tirik hat sie verteidigt? Nein, du solltest. Du. Vergiftest ihn wieder. Gut. Du, jetzt Dings. Puh. Du Schild. Feuer, regeneriere alle. Beton. Du musst unbedingt einen Trank trinken. Schön, dass die Rüstung gehalten hat. Die Punkte in Lichtmiki zahlen sich langsam aus. Feuer. Neue Steinhaut. Blitz. Ja, 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 sehr gut. Sport mal. Naja, okay. Wie viel Schaden hat der Gift gemacht? Also nicht der Tick, sondern der eigentliche Giftspruch. Ich glaube, ich... bis 67. Nee, der müsste mehr Schaden machen. 19. So, Schild ist weg. Neuer Schild. Feuer das. Aber ja, sieht sehr gut aus. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du trinkst einen Trank. Du trinkst einen größeren Trank. Du... vergiftest ihn nochmal, wie viel Schaden er bekommt? Gar keinen. Wow, okay. Du, neue Rüstung. Du holst mal wieder den Regenerationsspruch raus. Den ziehe ich mal in die Leiste. Du, den da. Wusch. Das sieht nicht so gut aus. Du, heil bitte sie. Du verbrenn nicht, du Britzel. Wow. Wach endlich auf, Mädel. Heil Tirik. Tirik Regeneration, du Witzel. Du Schild. Du Wiederregeneration. Du Heiltrank. Zong. Du großen Zaubertrank. Du kleinen Zaubertrank, du mittleren Zaubertrank, du schützt uns alle bitte, damit wir nicht sterben. Genau. Jetzt du mittleren Zaubertrank. Du machst mal Schattenumhang, stimmt eigentlich. Deswegen haben wir ihn da reingezogen. Du machst ein Schild. Der dürfte uns jetzt gar nicht treffen. Wow. Hey, Schattenumhang. Das ist der nächste erfolgreiche Nahkampf- oder Fernkampfangriff auf ein Gruppenmitglied wird fehlgehen und den Schattenumhang damit entfernen. Das ist gerade absolut nicht passiert. Du, das, du, das, das. Okay, er ist trotzdem gleich tot, aber... Du bist ein sehr toller Schattenumhang. Du trägst kleinen Heiltrank. Du hau den Zyklopen. Du verbrenn den Zyklopen. Gift. 9 Schadenspunkte. Du Heilung. Du Mana. Du Feuer. Du 2 Runden noch höchst. Okay. 2 Runden müssen wir noch überleben. Du. Ah.
Sehr gut. Kaputt. Schlafen. Schlafen. Du. I feel stronger. Kiste. 190 Goldmünzen. Aber die hier sind viel wichtiger. Zwei Sachen. Du bestimm mal alle Objekte. Wir haben Schuhe ohne Rüstwert, die wir gleich verkaufen. Und Handschuhe ohne Rüstwert, die wir auch gleich verkaufen. Schade. Das war ein Flop. Also ja, wir haben den Zyklopen gekillt, was eine schöne Herausforderung war. Und auch ein Bestiariumseintrag gab, aber sonst, nee, nee. Die hier sind allerdings schön. Bekommt die wieder Gerugon? Ich weiß ja nicht, langsam ist er doch schon ganz schön defensiv. Und er spottet halt nicht besonders häufig die Gegner auf sich rauf, weil er nie trifft. Also macht es auch keinen Sinn, dass er die ganzen Resistenzen bekommt. Ich glaube, ich push mal Yallen weiter, damit sie mehr heilen kann. Also ein an Yallen. Tirik hat ganz schön wenig Resistenzen. Okay, und ein an Tirik, so. Raus. Ich hoffe, ich beiß mir dafür später nicht in Po. Und jetzt kommen wir zurück in den Bereich um sie herum. Wobei ich noch nicht weiß, wo wir da wirklich am besten weitermachen könnten. Aber das sehen wir dann gleich.